hierher. Ach du meine Güte. Er ist wirklich unbeschreiblich. Na gut. Ein Freiwilliger, meine Damen und Herren. Ich habe mit meiner hellen Sicht in dein Herz geblickt. Er hat dich geschickt. Ein Kind. Jeremia, ich war eins wie du. Dann habe ich der grausamen Realität ins Auge geblickt. Den Tatsachen. Ich bin erwachsen geworden, als er mich ausgesperrt hat aus diesen unglaublichen Welten. Doch in unserer Welt gibt es keinen Platz für Magie. Ganz egal, wie gut du bist, dort kannst du unmöglich Erfolg haben. Aber das hat er dir sicher nicht gesagt. Nichts ist unmöglich. Nur für ihn. Das wirst du bald merken. Er hätte dich nicht schicken dürfen. Er wird seinen Fehler schnell bemerken. Vielleicht wird seine Trauer um dich größer sein als um ihn. Okay. Was für eine lahme Vorstellung. Du musst viel lernen. Das Publikum. Es gibt nur... Doch, genug Zeit verschwendet. Und nun... Meine Damen und Herren, ich verbanne diesen Jungen in das Holz des ersten Baumes. Und das, mein sehr verehrtes Publikum, ist Magie. Ist Magie! Zauber lange zu durchbrechen. Er hat dich in den ersten Baum gebannt. Ich habe versucht, deinen Geist so gut wie möglich vor den Fängen seiner schwarzen Magie zu bewahren. Du musst jetzt stark sein, Jerry. Sieh dich vor. Zarovs Geisternägel haben die Seele des ersten Baumes verdunkelt. In seinem magischen Holz müssten auch andere gefangen sein. Suche sie. Gib dich nicht der Frucht hin, Jerry. Du darfst nicht aufgeben. Darfst nicht aufgeben. Nicht aufgeben. Aufgeben. Du musst aufgeben. Du musst aufgeben. Wo bin ich? Ich bin wohl eingeschlafen. Der faule Junge schlief direkt vor einem Portalbaum ein. Ha! So einer will Baumläufer werden. Welch ein Sakrileg. Nanu. Plato. Tut mir leid, aber mein Freund Jerry braucht wieder Hilfe. Ich habe keine Zeit für Fremde. Fremde? Aber ich bin doch Jerry. Er glaubt, die Pappfigur bin ich. Und an mich erinnert er sich gar nicht. Welcher Wicht wagt es, die Waldesruhe zu stören? Wagte die Kröte ärgerlich. Sie macht es ganz und gar nicht, wenn man sie weckt. Da ist ja die riesige Kröte aus unserem Wald.
Der kleine dumme Jerry war tatsächlich so beschränkt, eine gigantisch gefährliche Monsterkröte ansprechen zu können. Ich sollte sie mal ansprechen. Vielleicht weiß sie ja, wie ich hier rauskomme. Eine sehr gute Idee. Ich kann übrigens nichts machen. Sie hat auf jeden Fall so ein Zaroff-Plakat drauf. Das ist doch... Jerry ignorierte den unscheinbaren und völlig unwichtigen Namen. Stimmt, es gibt Wichtigeres im Moment. Na nun? Zwei große Felsen. Die natürlich viel zu schwer für einen großen Jerry waren. Ha, dir zeige ich's. Siehste? Mama hatte recht. Die Milch macht's. Nanu? Was der Schalter wohl macht? Er macht Licht. Wie überraschend. Machen wir's witzig? Lass mal schon mal kurz die Kröte an, ich glaube. Hat uns alle. Die Kröte atmet ganz schön schwer. Ein Wunder. Sie ist ja ganz zugekleistert mit hässlichen Postern. Ich werde versuchen, die Zettel abzureißen. Na gut. Das sind ja riesige Kastanien. Der kleine dumme Jerry hatte noch nie so spitze Dornen gesehen. Der kleine... Ich kann da also auch nicht drüber, okay. Dann gucken wir halt mal ein Skript rein. Was ist denn das? Das sieht ja aus wie ein Skript. Im Bann des Zaroff, erster Akt. Der kleine dumme Jerry? Ich bin doch nicht dumm. Gehasst von allen Waldbewohnern. Nein, das ist nicht wahr. Immer nur am Nerven und Schnurren. Gar nicht. Endlich zertrampelt von der bösen Felsenkröte. Wer schreibt denn sowas Gemeines? Lass mir noch Heususe. Nichts ist so, wie es scheint. Du musst aufgeben. Die Geisternägel verdunkeln die Seele des ersten Baumes. Gib einfach auf, die Echsen. Zaroff. Hurra für Zaroff! Ich muss Zaroff aufhalten. Verdammt! Okay, wir sind anscheinend dabei. Hallo? Den Zaroff. Dominanzbeleuchtungsservice, wie kann ich Ihnen helfen? Ein guter Freund von mir würde gerne mal wieder im Rampenlicht stehen. Wer ist denn der Glückliche? Eine große Kröte. Hier auf der Bühne. Sehr schön. Wie ich sehe, eine wirklich gewaltige Aufgabe, den Herrn ganz auszuleuchten. Einmal Rampenlicht Deluxe. Kommt sofort. Okay. Ach so, er ist geblendet. Er sieht nicht, was wir machen. Oh, die sitzen aber fest. Nimm deine Hände von mir, Mann.
sitzen zu fest. Ich muss mir was anderes überlegen. Ein Wunder, dass die Kröte überhaupt atmen kann mit den Zetteln an den Nasenlöchern. Die Poster sind echt grässlich, sagte der dumme Junge, der sein Weltraum-Oktopus-Bild aus der ersten Klasse für ganz groß hielt. Hey, ich habe eine 4- darauf bekommen. Okay. Wir müssen das irgendwie anders lösen. Weiß nicht, warte mal. Das ist echt eine gute Idee. Er kann mich wohl nicht hören. Okay. Und kann ich das bei der Kröte vielleicht machen? Freunde müssen einander helfen. Okay. Ach, warte mal. Habe ich noch... Nee, schade. Ich dachte, ich habe eventuell noch Pfeffer dabei. Okay, okay, okay. Was könnte ich... Freunde müssen einander helfen. Das stimmt. Oder können einander helfen. Okay, okay, okay. Wunderlicher Tonträger habe ich auch noch. Kann ich vielleicht... Sie lässt mich nicht an... Okay, das hat auch nichts geholfen. Freunde müssen einander... Hallo, junger Mann. Ja, bitte. Einmal Rampenlicht-Deluxe. Kommt sofort. Kann ich welche an der Kröte vorbei jetzt einfach? Freunde müssen einander helfen. Das ist Jerry nervös. Die Felsenkröte ist im Weg. Ich muss mir was einfallen lassen. Ach so. Er hat uns alle ins Verderben geführt. Moment. Natürlich habe ich das nicht verloren. Hallo? Hallo, junger Mann. Das Übliche wieder. Ja, bitte. Einmal Rampenlicht. Ja, okay. Kann ich vielleicht... Oh oh, die Kastanien sind ihr ganz schön tief in die Nasenlöcher gerutscht. Nimm deine Hände von mir, Mensch. Ich... Achoo! Tada! Ist euch das nicht gut genug? Na dann! Das ist doch der böse Geisternagel, von dem der alte Magier sprach. Das bringt nichts. Na dann, Plato, können wir doch jetzt bestimmt mit dem Frosch hier.
dem dunklen Tunnel. Und dann? Hauptsache ist, dass es dir gut geht. Das wollte ich auch gerade sagen. Freundschaft entfernt den Nagel. Aha. Wir haben einen Nagel zu... Plato, der tollpatschige Kröterich, ist leider kürzlich mit seinem Fahrrad. Ach ja, er brach sich alle Froschschenkel in einer Eiche, als er einen nutzlosen Brief für einen gewissen Jerry Haselnuss auslieferte. Miesgistiger Mückenwehr! Hey, das ist doch... Vielleicht kann der mir ja helfen. Ich sehe aber schon, erstens mal ist die Musik grässlich. Im Bann des Zaroff, zweiter Akt. Mal sehen. Jerry nimmt ohne zu zögern das Gold vom Kobold an und beendet dafür seinen aussichtslosen Kampf und hört auf zu leben. Das glaube ich nicht, dass wir das tun, aber okay. Kleeblatt. Hey, ein vierblättriges Kleeblatt. Es ist fest auf den Boden genagelt. Keine Chance, es rauszureißen. Was für ein Kleeblatt in deinem Hittespeter. Ja, okay. Geblendet vom wahnsinnigen Glitzern des Goldes, entscheidet sich Jerrys Gehirn spontan zu explodieren. Ich glaube nicht. Warte. Gleich. Einen Moment noch. Was geht denn jetzt ab? Schon Kopfschmerzen? Ein wenig, ja. Mach dann mal weiter. Na gut. Der Baum im Sandsäcke. Eintausend. Das erinnert mich an den berühmten irischen Trollboxer Ronny McBush. Stark mit 10 Bullen. Da hat er auch immer Sandsäcke bei sich an der Dicke zum Tränen. Doch da war kein Sand drin. Ach ja? Was dann? 12-jährige Jungen, die ein Wald finden. Autsch. Na du alter Miesepeter. Und jetzt mein glitzerndes Gold? Hätte ich mir ja denken können. Und alles, was du tun musst, ist mir dein Leben zu geben. Hier auf der Bühne. Jerry war sofort fest entschlossen, eben dies zu tun. Ende. Das werde ich nicht tun. Aber Gold ist die stabilste Wertanlage, die es gibt. Auch dein Leben. Das ist besser für einen. Okay, grimmiger Mann in Grün. Fuchsel ist vielleicht. Ich glaube, hier wird keine Täuschung benötigt. Nicht? Ich glaube. Dann halt nicht, können wir dann irgendwas anderes machen. Ist hier irgendwas? Ach, hier. Komisch, da ist ja ein Riss im Hügel. Der dumme Junge fühlte, wie er langsam fällt. Die Realität selbst schien in die Brüche zu gehen. Da ist auch was dahinter. Mit den Händen kann ich das nicht weiter aufreißen. Die Händen nicht, auch vielleicht mit dem schwarzen Nagel. Okay, damit müsste es gehen. Warte, Jerry. Ja? Willst du wirklich wissen, wie tief der Hasenbau reicht? Wie bitte? Du hast ein schreckliches Geheimnis entdeckt. Na gut.